Sie werden sich daran erinnern, dieses Grinsen von Sarkozy und der Merkel im Fernsehen. Das war ein Mordanschlag auf meine internationale Glaubwürdigkeit. Man hat weiterhin daran gearbeitet, mein Image zu verschlechtern. Bitte? Silvio Berlusconis Image verschlechtern? Wie soll das denn gehen? Wer das schafft, der kann auch den Euro retten. Wahrscheinlich beantragt der arme Mann bald Asyl in Deutschland, und zwar als politisch Verfolgter. Mehr als 1000 Richter haben sich mit mir beschäftigt und mit den Geschäftsführern meines Unternehmens. Gestern, das war meine 2676. Gerichtsverhandlung. Chapeau! Du, zur 3000. Da schicke ich ihm aber eine Torte, und zwar diese hier, meine Damen und Herren. Natürlich!